Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und zwar mal wieder von der Galgenberg. Die wunderschöne Map vom Yogi, noch in der Version V2. Die V3 soll ja bald kommen, hat er zumindest angekündigt. Aber bis dahin werden wir noch ein bisschen hier auf der V2 Galgenberg zocken. Und ich hatte es ja schon in der letzten oder vorletzten Folge angekündigt. Wir werden hier ein bisschen was verändern auf der Galgenberg, uns ein klein bisschen von den Tierchen verabschieden und mehr in die Feldarbeit, in die Produktion von Feldfrüchten gehen. Und ihr seht es bereits hier, ich habe ein kleines bisschen umgebaut. Und zwar habe ich die Produktionen, die Schrebergärten hier abgebaut, das Gewächshaus. Ich habe hier eine zusätzliche neue Halle reingepackt und habe hier die Halle reserviert für unsere Schlepper. Die habe ich jetzt hier mal aufgelistet und aufgebaut und dem aufmerksamen Beobachter wird es nicht entgangen sein, dass jetzt hier ein John Deere steht, ein 8345R, der war im Angebot. Dafür musste der Xerion weichen. Ja, ich denke, das passt schon. Der Fendt und natürlich mein Warrior, die bleiben auf dem Hof definitiv. Und wir werden mal schauen, ob wir mit den Schleppern so weit durchkommen, wenn wir nämlich gleich in die Ernte gehen. Es gibt nämlich das erste Feld zu ernten jetzt im Juni und da wollen wir gleich los. Aber zuvor möchte ich mich noch ganz kurz bedanken und ein Gruß geht raus an Dr. Nugatrutsche, denn er hat mich auch gefragt, am Anfang hatte ich ja ein Problem mit einer falschen Palette und das ist diese hier, das berühmte Greenhouse-Substrat und das Glashaus-Substrat, da rechts unten müsste es glaube ich auch stehen, genau, GH-Substrat, das gehört nicht hier zu diesem Schrebergarten, kann also hier nicht verwendet werden, hier brauchen wir ganz normales Substrat und ohne die Hand im Symbol. Achtung, wir schauen mal. Das dürften wir jetzt hier gleich, zack. Da seht ihr das Gartensubstrat ohne die Hand unter der Erde, unter dem Substrat. Das ist hier das Richtige. Und da haben wir am Anfang mal das falsche Material gekauft. Und ja, wie gesagt, es steht noch hier rum. Ich kann nichts damit anfangen. Ich habe sie einsortiert, habe extra hier dieses Regal hier hergestellt, damit wir da jetzt auch zukünftig ein bisschen aufgeräumter sind. Und was wir hier mit der Fläche jetzt noch anfangen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, vielleicht dann auch noch irgendeine kleine Halle oder irgendwas. Wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt die drei Gewächshäuser weg. Das heißt, wir kommen hier jetzt deutlich zügiger durch die Produktionsketten, weil wir hier nicht mehr so lange runterscrollen müssen. Das war halt einfach so ein bisschen zu kleinteilig. So wie generell einfach wir, denke ich, hier jetzt mittlerweile doch ein bisschen zu viel gemacht haben. Auch bei den Tieren wird Folgendes passieren. Und zwar hier der Kuhstall mit Misthaufen, da werde ich dann hier noch ein bisschen, ja, ich sage mal, die Tierchen wachsen lassen und ein bisschen noch produzieren lassen. Aber denke ich, im nächsten oder übernächsten Monat werde ich entweder die Tiere verkaufen oder umsiedeln in unseren Hauptstall, weil wenn da ja genügend Platz zu sein scheint. Und das Gleiche auch mit den Hühnern, auch die werde ich dann sozusagen entsiedeln, weil das Problem an der Sache ist, wir schauen mal ganz kurz aufs Kärtsche. Denn ganz möchte ich den Hof nicht aufgeben, aber nichtsdestoweniger werden wir den nicht mehr so stark bewirtschaften, weil wir hier natürlich dieses Fermenter-Silo haben. Das werde ich weiterhin nutzen, auf jeden Fall. Außer, und dazu werde ich auch gleich kommen, wir bauen ein neues. Aber die Pläne werde ich euch gleich zeigen. Nichtsdestoweniger, wie gesagt, den Hof oder auch diese Fläche kann ich leider nicht verkaufen, ohne alles, die Häuser und die Gebäude und die Deko zu verkaufen. Und das würde zwar jetzt einen Haufen Geld bringen. Ne, wir schauen mal. Abreißen. Ja, Weizen ist da noch drin und Mais. Aber ansonsten, okay, Augenblick, was bringt der Kuhstall? Der ist auch noch nicht leer, aber was bringt das? 3400. Naja, okay, es würde ein bisschen was bringen, aber dann hätten wir hier eine leere Fläche, wo man natürlich theoretisch einen neuen Hof bauen könnte, aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Also wir warten einfach, vielleicht finden wir ja irgendwann einen Käufer für diesen Hof. Wir werden den auf jeden Fall jetzt sozusagen zu Ende bewirtschaften, dann die Tiere entweder umsiedeln, wobei das bei den Hühnern ja nicht klappen wird, sondern die werden wir dann verkaufen. Und dann werden wir, wie gesagt, alles hier abziehen
und praktisch erstmal nur noch dieses Fermentersilo nutzen, bis wir, und das ist eigentlich jetzt Thema der heutigen Folge, wir werden jetzt hier dieses Feld ernten und wenn wir das geerntet haben, dann bin ich hier am Überlegen, ob wir hier den Bereich hier hinten dann als Fläche nutzen, um zum Beispiel ein Fermentersilo und ein Multifruchtsilo hier hin zu pflanzen, damit wir, ich sage mal, einfache Fahrwege haben, eventuell dann auch hier mit einem Weg um die Halle herum, dann können wir nämlich das Silo anfahren und können praktisch in alle Richtungen abfahren, denn wir haben natürlich jetzt im Wesentlichen hier unten im Süden ja unsere Felder und meine Hoffnung wäre es dann, dass wir, wenn wir zum Beispiel hier in die Mais-Silage gehen oder in das Häckseln, dass wir dann vielleicht mit automatisierten KI-Helfern das Ganze ins Fermenter-Silo packen können und auch die anderen Abfahrer selbstständig zum Multifrucht-Silo kommen, wenn wir eben hier genügend Platz haben und einräumen, weil Fakt ist, hier mit dem Silo kriegen wir das nicht hin. Das wäre dann so unser kleines Reservesilo. Aber wir müssen hier einfach ein bisschen, ich sage mal, expandieren, ausbauen. Und ich finde es eigentlich ganz okay so. Ein Hof, der einfach so ein bisschen organisch wächst. Wir haben hier die Grundbestandteile gehabt, haben Viehwirtschaft betrieben, haben dann langsam und immer mehr uns vergrößert, haben eine BGA dazu genommen, um noch ein weiteres Standbein zu haben, haben uns immer weiter vergrößert, auch mit entsprechenden Produktionen, Gewächshäusern, bis wir sogar eine eigene Logistikkette hier aufbauen konnten. Unser großes Ballenlager. Also wir haben jetzt hier schon einiges gemacht und gebaut und jetzt wollen wir uns dann doch mehr in die Richtung Feldwirtschaft eben begeben. Und das heißt, dass wir zum Beispiel hier, was die Felder angeht, das hier, das, die 79, 78, 77, das wäre so ein bisschen meine Idee, wo es dann hingehen soll, zum Beispiel als nächstes. Und dann schauen wir mal, was wir hier oben mit den drei Feldern machen, ob wir die zum Beispiel dann auch zusammenlegen und vielleicht dann irgendwann mal hier auch noch in diese Richtung expandieren. So, wir schauen nochmal. Erntereif ist auf jeden Fall 59, 60. Da haben wir ja, glaube ich, Weizen drauf. Da müssen wir dann auch Stroh machen. Und da oben gäbe es die 51. Was haben wir denn da drauf? Gerste. Ja, ist aber auch so ein komisches Feld. Ja, müsste man sich überlegen. Man könnte natürlich dann auch die zwei Felder zusammenlegen. Also soll heißen, wir wollen immer mehr in die Richtung gehen, Felder zusammenlegen. Auch hier könnten wir dann entsprechend Felder zusammenlegen. Zumindest die 79, 78 würde sich anbieten. Ja, müsste man dann einfach mal noch prüfen. Auch die 77 dann vielleicht. Oder wir lassen das als Grasfeld. Jo, also so sieht das Ganze aus. Der Plan für die Zukunft, die Perspektive sozusagen, wie es hier weitergehen soll. Ja, und zwar so lange, wie halt es eben, ich sage mal, dauert, bis entweder die Oberschwaben kommt oder wir halt dann eine Galgenberg V3 haben, in der es ja dann auch, ich sage mal, optisch einige Veränderungen gibt, was das Gras und die Straßen angeht, aber es dann auch vielleicht ein bisschen Kälberzucht gibt hier auf der Galgenberg. Ja, wir warten es ab, wir werden sehen, was der Yogi uns präsentiert. Wir gehen jetzt in die Ernte, dazu muss ich auf jeden Fall mal kurz das Schneidwerk hier rausziehen. Und das hier bleibt sozusagen unsere Großhalle. Hier haben wir dann das Großgerät und früher oder später wollen wir dann, ich glaube, wir haben sogar irgendwo, lass mich nochmal schauen, haben wir nicht sogar irgendwo, natürlich hier die 86, da haben wir Zuckerrüben drauf. Das heißt, früher oder später brauchen wir einen großen Ernter. Ob wir den mieten oder kaufen, das werden wir noch abwarten. Aber die Idee an der ganzen Geschichte ist halt auch ein bisschen, dass wir dann auch in den Bereich, ja, Lohner gehen. Das heißt, wenn es hier entsprechende Ernteaufträge gibt, gibt es denn schon welche? Oh, hier gibt es einen. Feld Nummer 51, das ist doch ganz in der Nähe, oder? Dann wollen wir hier auf jeden Fall zuschlagen und das heißt nie mit gemieteten Geräten, sondern immer mit unseren eigenen hier auf der Galgenberg. Schauen wir mal ganz kurz, wo ist die 51? Die 51 ist logischerweise genau dieses Feld hier. Jetzt können wir das natürlich im Auftrag ernten oder wir kaufen es uns. Aber um ehrlich zu sein, wir sind jetzt nicht mehr ganz so flüssig, 168. Ja, warten wir es ab. Schauen wir mal. So, wie der Kaiser gesagt hat. Und wir gehen jetzt erstmal in die Ernte. Und auch was hier den John Deere angeht, da müssen wir mal schauen.
Denn ich wollte ja so ein Grossini-Schneidwerk demnächst auch kaufen. Lasst mich mal kurz schauen. Also, was haben wir denn hier für ein Schneidwerk? Dumm-di-dumm-di-dumm, Schneidwerke. Das sind 7,60 Meter. Das wäre ja ideal, denn Grossini oder wie auch immer die es ausspricht, Cressoni. So, jetzt habe ich es. Die kriegen wir natürlich auch für diesen John Deere T560, wenn ich richtig weiß. Haben wir hier einen John Deere T500? Oh, nee, wir haben... Nee, Quatsch. Augenblick. Natürlich haben wir einen 560. Sehr schön. Dann könnten wir nämlich dieses Schneidwerk nehmen. Und zwar nämlich auch in 7,60 Meter zukünftig. Oder hat es 7,20 Meter? Naja, okay, wir werden sehen. Eventuell müssen wir sowieso eher größer denken zukünftig. So, dann legen wir mal los. Okay, wir müssen mal die Hilfe einschalten, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir denn Strohablage ist eingeschaltet. Dann legen wir los und gehen in die Ernte. Und das heißt, jetzt fangen wir mal an, Geld zu verdienen. Aber der Vorteil wäre natürlich, wenn wir hier hinten dann auch bauen und Silos hinstellen, dann haben wir definitiv auch ein bisschen Platz. So, noch ein bisschen weiter. Kommen wir da rum? Ja. Dann kommen wir nämlich dann auch hier ein bisschen besser rum, hätten genügend Platz für zwei Multifrucht oder für ein Multifrucht und ein Fermentersilo. So, dele. So, dann können wir auch gleich einen Abfahrer holen. Aber jetzt schauen wir erstmal, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob das jetzt da vorne passt. Okay, nee, ich denke, wir können hier den Abfahrer bzw. den Drescher laufen lassen. So, den Abfahrer machen wir hier gleich mal mit dem John Deere. Der hat satte, lass mich kurz schauen, 300 und Äpfelbutz PS. Also da haben wir ein ordentliches Maschinengym. Gehört jetzt auch zu den Großtraktoren, 355 PS. Sehr gut. Dann lasst mich mal schauen, wo haben wir denn, ich glaube, unterm Schleppdach, oder? Ja, wir müssen jetzt hier auch schon ein bisschen fahren, in Anführungszeichen, um unsere Geräte hier zu finden. So, das ist unser Anhänger. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch in wunderschönem Grün. Das passt doch hervorragend zum Johnny. Genau, dann werden wir das Feld jetzt abernten und dann kurz bearbeiten. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie wir dann auf dem Feld bauen können. Denn, wie gesagt, wir werden uns da jetzt stark drauf konzentrieren, damit wir einfach nicht mehr so kleinteilig arbeiten. Ich weiß, der Yogi hat es gern auf seinen Karten, auf seinen Höfen, wenn es immer irgendwo ein bisschen was zu tun gibt. Aber irgendwann muss man halt auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr verzettelt. Und deswegen denke ich, werden wir jetzt eine kleine andere Richtung hier einschlagen, uns mehr jetzt um die Feldarbeit kümmern, so ein kleines bisschen in Richtung Big Farm Projekt gehen. Das heißt, wir werden einfach schlicht und einfach die Felder auch zusammenlegen, damit wir größer arbeiten können und größer denken können. So, Dele, wir werden den hier erstmal wieder zurückfahren. Denn dadurch, dass ja sowieso alles hier in der Nähe ist, brauchen wir auch nicht so weit fahren mit dem Schneidwerkswagen. Okay. Und rein in den Johnny. Und wie sieht denn das aus? Kommt unser Drescher schon wieder zurück? Ja, da kommt er doch ums Eck. Hervorragend. Dann können wir auch gleich abtanken.
Und dann holen wir unseren Fendt mit der Ballenpresse und machen dann schön Quaderballen. So, lass mich nochmal schnell eine Thumbnail machen. Zack, hervorragend. So, und einen weiteren John Deere jetzt hiermit auf der Map. Okay, das scheint gut zu funktionieren zu haben mit den Wänden da vorne. Aber ich sehe schon, da müssen wir noch ein Vorgewende fahren. Aber kein Problem, wir fahren jetzt hier mit. Tanken mal ab. Ja, und wie gesagt, also jetzt mit Kühen, zwei Kuhstellen, Kälbern in Anführungszeichen, Schweinchen, um die wir uns kümmern müssen, und die Hühner. Da ist halt einfach dann doch ein bisschen zu kleinteilig, zusätzlich mit den ganzen Produktionen, die wir haben. Und deswegen macht es wirklich Sinn, dass wir hier jetzt ein kleines bisschen in eine andere Richtung schwenken hier auf der Galgenberg. Zumal wir jetzt auch eine gewisse Größe erreicht haben. So, okay. Okay, hier mal alle durch. Wir haben auch jede Menge Geräte. Ich überlege gerade, das war jetzt vielleicht gar nicht so clever. So, einmal Vorgewende. Und beim Thema Vorgewende komme ich jetzt auch gleich wieder mal zu den berühmten neuen KI-Helfern, die wir ja auf der FarmCon gesehen haben. Also interessanterweise gibt es jetzt zukünftig nicht nur GPS, sondern auch die KI-Helfer. Die Helfer sollen etwas cleverer sein. Das hat man jetzt gesehen in den ersten Videos, denn die Helfer fahren jetzt Vorgewende. Das hatten wir ja bis jetzt auch nicht. Und in den Interviews hat man auch gehört, dass das alles möglichst auch einfach zu steuern sein. Vor allen Dingen, weil man dann auch an den Consolieros gedacht hat, dass die eben nicht umfangreiche Menüs bedienen können. Und da dürfen wir gespannt sein. Da dürfen wir wirklich gespannt sein, wie sich das Ganze dann wirklich spielt mit den neuen Helfern. In den Videos, wie gesagt, hat man gesehen, beim Grasschnitt, dass also der Schlepper mit dem Mähwerk zwei Vorgewände gefahren hat, auch auf einem Feld, das eben nicht rechteckig ist, sondern trapezförmig. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das soll also in der Zukunft auf jeden Fall helfen, die Helfer besser auf den Feldern und überhaupt hier im LS zu einzusetzen. Und vor allen Dingen, was auch ganz, ganz wichtig ist, nicht eben nur bei den Giants Maps, sondern das soll tatsächlich jetzt auf allen individuellen Feldern, die die Modder, oder auf den Maps, die die Modder hier jetzt dann zukünftig bauen werden, soll das funktionieren. Und wir dürfen gespannt sein, ob das dann auch wirklich das Versprechen gehalten wird. Also es wäre auf jeden Fall zu begrüßen für uns Consolieros, dass wir auch mal in den Genuss kommen, umfangreichere Arbeiten an unsere Helfer abgeben zu dürfen. So, der ist dann jetzt gleich voll. Sehr schön. Beziehungsweise der Drescher ist jetzt leer. Gut. So, und so könnte man sich das vorstellen, wie hier links, dass dann der Helfer zwei Vorgewände fährt und dann selbstständig übers Feld. Das wäre natürlich wirklich hervorragend perfekt. Und mir, muss ich sagen, gefällt es schon, dass wir jetzt hier richtig wunderschön unsere Schlepper aufräumen können. So, wir fahren mal hier an dem Gewächshaus vorbei. Das hier, die Pflanze, kriegen wir ja nicht weg hier von der Karte. Mit einer Fräse oder ähnlichem habe ich alles schon probiert. Keine Chance. So, jetzt müsste doch da irgendwo noch ein eine schöne Presse stehen. Eine Quaderpresse, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Augenblick. Ah, ich dachte, wir hätten eine Fendt, aber das ist eine Kuhn. Okay.
So, und da ist auch noch Stroh drin, hervorragend. Dann mal aufs Feld damit und dann legen wir los und machen hier ein paar Ballen. Stroh brauchen wir ja zum Beispiel für unsere Heutrocknung. Die werden wir auch weiterhin nutzen. Aber die Mischration, denke ich, werden wir zukünftig hier in diesem wunderschönen Silo produzieren und mischen. Ich liebe es, wenn einfach hier die Frucht auf dem Feld steht. Das sieht dann gleich natürlich ganz, ganz anders aus auf so einer Map. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, obwohl, wir können da sowieso nichts mehr ändern. Was haben wir denn gepresst? Lasst mich schauen. Oh, die ganz großen, 220er. Okay. So, wir müssen aufklappen. Und dann geht's los. Sehr schön, es nimmt auf und es macht Strohballen. Hervorragend. Und hinein in die nächste Bahn. Jo. Und weiter geht's. Wie gesagt, jetzt auf der Galgenberg. Wir werden uns neu ausrichten. Wir werden uns neue Ziele setzen. Und es wird jetzt wieder ein paar Folgen geben, natürlich von der Galgenberg. Die wunderschöne Map vom Yogi. Wir werden hier also weiter tüchtig arbeiten mit neuen Maschinen und Geräten. Wir werden unseren Fuhrpark peu à peu aktualisieren und umbauen. Und noch mehr Felder natürlich uns kaufen und bewirtschaften mit noch größeren Geräten und so langsam aber sicher in ein Big Farm Projekt hier hineingleiten. So, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich darf mich recht herzlich wieder mal bei euch bedanken fürs Zusehen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe auch, ihr freut euch auf weitere Folgen hier auf der Galgenberg. Und ich sage wie immer an dieser Stelle, tschüss, ciao, ciao, euer Baden Farmer.